Aber gut, einen anderen Weg finden, umkehren, weitermachen. Umkehren ist eine Scheißidee. Einen anderen Weg finden vielleicht. Allerdings, wenn Shuji wirklich wissen sollte, wo er lang gibt. Wait, ich glaube, es hat nichts mit Zuneigung zu tun. Ich glaube, es hat einfach nur zu tun mit. Ich kann jetzt auch wieder den hier überschreiben. Scheiß drauf. Vorm Schrein. Nein, das ist die Map vorm Schrein. Ja, da, wir sind gar nicht so weit. Inwiefern ist Umkehren die Inbrunst der Entscheidung? Weil ich mich den Zorn von Kaito dann stellen muss, oder wie? Ja gut. Ich würde sagen, einen anderen Weg finden ist die moralische Entscheidung, das ist die harmonische Entscheidung. Offensichtlich, ich meine, ergibt Sinn, ne? Wir machen weiter. Shuji-san und Kaito no yuu toori, kono mama susumou yo. Ima kara hikikaesu no mo taihen da shi. まあ、それもそうなんだけどね。でも、もう少しだけペースを考えてもらえると、ありがたいです。グッドイディ。そうだな。考慮しよう。こうして無駄話をしている方が、ますます疲れることになる。歩くペースは少し落としつつ、とにかくこのまま進むぞ。 Hey, was will er tun? Ah. Tja, endlich haben wir es aus dem Wald geschafft, aber... Ja, wir müssen ja auch über die Brücke. Was? Du glaubst nicht, dass wir schon mal hier waren? Was? Das ist die Brücke von gestern. Da hinten ist die Brücke von gestern. Oder benutzen die Developer wirklich einfach irgendwelche Assets, damit sie keinen weiteren Hintergrund machen müssen? Ja, sie ist krank. Aber es weiß keiner. Du bist zu klein, was bringt das? Ich meine, Saki ist klein und leicht. Irgendwer könnte sie auf dem Rücken nehmen, zum Beispiel Kaito oder Shuji. Man könnte sie eine Weile Huckepack tragen, das ist kein Thema. Shuji und Kaito gingen weiter, ohne irgendwie langsamer zu werden. Das Kaito und alles kann ich verstehen, aber warum Shuji? Er denkt sich wahrscheinlich, je schneller wir die Sache hinter uns bringen, desto schneller sind wir wieder in unserem sicheren Versteck, in Anführungsstrichen. Ich wette, es ist ihm scheißegal und dafür allein könnte ich ihn die Klippe da vorne einfach runterschubsen. Lopmon ist so ein kleines, leichtes Ding. Warum nimmt er es nicht hoch? Warum nimmt nicht irgendwer einfach ihre... Warum nehmen die Leute nicht einfach ihre Digimon hoch? Die haben so kurze Beine. Okay, Shuji. Schau mal da vorne über die Klippe. Siehst du den Fluss da unten? Welchen Fluss? Exakt. Schubs. Halt mal. Kollege, der Vergnügungspark ist unser Ziel. Wenn wir den erreicht haben, werden wir dort uns erstmal gründlichst umsehen und nach einem kleinen Mädchen suchen. Wann hattest du vorgehabt, dort eine Pause zu machen? Und wer weiß, was in diesem verwinkelten Park alles so auf uns lauern könnte? Du wolltest dort eine Pause machen, statt entweder kurz davor oder auf halbem Wege. Willst du mich eigentlich gerade komplett verarschen?
Für jemanden, der ach so smart, ach so verantwortungsvoll, ach so alles ist, hast du echt keine Ahnung von dieser Anführersache. Klingt, als würde sogar Choji ins Schwanken geraten. Ja, natürlich tut er das. Er ist komplett überfordert, schon von Anfang an. Er war schon überfordert, bevor er irgendwelche Verantwortung hatte. Sollen wir anhalten oder weitergehen? Ich würde mich hier gerne umsehen. Ja, wir machen jetzt hier eine Pause. Aber so, da muss ich noch nicht mal drüber nachdenken. Moment mal. Ich möchte mich umsehen. Wird ihm nicht gefallen, aber... Wobei, ich kann mich auch umsehen, wenn wir eine Pause machen. Theoretisch. Allerdings kann ich vielleicht auf die Art und Weise Items finden. Very good. Das Problem ist, diese beiden schließen einander nicht aus. Das hier schon. Aber diese beiden hier schließen einander nicht aus. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir eine Pause machen, kann ich mich umsehen. Wenn ich sage, ich möchte mich umsehen, können wir eine Pause machen. Das ist, ja. Ich will aber, wenn ich hier aber gute Items finden kann, dann würde ich sie natürlich gerne mitnehmen. Allerdings, ich meine, wenn wir eine Pause machen, dann haben wir das ja so oder so. Ich will mich umsehen. Ja, hat er. でも危険なものがないかとかちょっと調べておきたいし、その間はみんなが休めるかな。いや。それって私たちのため。やるじゃん、たくま。いや。アグマはいつだってやるんだぞ。うん、absolut。て、なんでアグモンが威張ってんだよ。わかった。 それじゃあ少し休憩にしよう。幸いこの辺りには霊の霧は出てないようだしな。うん、あれの怖い感じはしないよ。カイトも文句はないな。ねえよ。やっと休める。サキ、大丈夫？みゆきちゃんとハルくんもこっちで一緒に休憩しましょう。うん。 起こしちゃったかしら。いや、目を閉じたまま歩いてるな。よっぽど疲れさせちまったみてえだな。幼い二人にはさすがに過酷すぎる道のりだっただろうか。かもな。でも置いてくわけにはいかなかったし。過酷といえばあっちもみたいだけど。 Klingt, als hätte er es bis zum Vergnügungspark nicht unbedingt leicht. Kann irgendwer das kleine Ding einfach tragen? Und es dabei die ganze Zeit im Arm halten und ganz fest drücken? Kommt schon. Aber ich ruhe mich lieber aus. Was? Ich dachte, wir gucken uns jetzt um. Wait a minute. Wait a freaking minute. Okay. Ich weiß, dass sie Pause machen, aber vielleicht sollte ich mit ihnen reden. Yeah, maybe. Irgendwas hier. Hast du gerade geblinzelt? Gott. Oh ja. Okay, hier scheint nichts zu sein mit der Kamera. Nopsies. So. Aha. Die Eisenbrücke. Es ist dieselbe Eisenbrücke. Sogar derselbe Text, das ist dieselbe Eisenbrücke, muss ich also denken.
Von wegen, Agumon, du warst hier noch nie. Minoru Aoi Shuji. Habe ich hier eine Choice? Minoru Aoi, Minoru Aoi, Minoru Aoi. Ups, da habe ich ein bisschen... Egal. Hey, Takuma, ich wollte dir dafür danken, dass du heute was du heute Morgen getan hast. Ich weiß, was ich heute Morgen getan habe. Nicht. Ich kann mich an nichts Besonderes erinnern. Exactly. Ist aber so, Saki, Labramon und du wolltet mich aufmuntern, erinnerst du dich? Aber ich habe immer weiter geweint. Das war ehrlich gesagt etwas peinlich. Na, schon okay. Ja, exactly, schon okay. Ich habe mich heute Morgen auch ziemlich schlecht gefühlt. Ah, Kopf kratzt. So. Ich wollte mich auf das konzentrieren, was erledigt werden muss. Verstehe ich. Und jetzt ist unsere oberste Priorität, Mio zu finden. Yep. Eins frage ich mich aber. Tentomon sagte gestern, Mio wäre zu dem leuchtenden Ort gerannt. Sind wir wirklich sicher, dass das der Vergnügungspark ist? Wieso nicht? Naja, manchmal reden Labramon und die anderen in ihrer eigenen Sprache. Das macht mir Sorgen. Stimmt, manchmal sagt Agumon Sachen, die ich überhaupt nicht kapiere. Ich glaube aber nicht, dass das der Fall ist. Wir haben das Riesenrad ja selbst gesehen. Ja, haben wir. Du hast recht. Ich habe da vermutlich zu viel reininterpretiert. It's fine. Meinst du, wir sind noch weit vom Vergnügungspark weg? Schätze schon, wir haben noch keinen Hinweis darauf gesehen. Es könnte also noch dauern, bis wir ankommen. Aber wir sollten auf den richtigen Weg sein. Wir werden das schon schaffen. Es ist zwar nicht einfach, aber wir müssen so weitermachen, bis wir Mio finden, ja? Yep. Ring. Hello, my friend. Hey, was glaubst du, sollte das mit Arokenimon gestern? Naja, sie hat uns Opfer genannt und ist uns offensichtlich feindlich gesinnt. Ich frage mich, warum. Gute Frage. Und überhaupt, warum stehen Falcomon und die anderen auf unserer Seite? Scheinbar sind uns einige der Monster wie Agumon und Falcomon freundlich gesinnt. Andere wie Tentomon helfen uns, wollen aber keine Freundschaft schließen. Und dann haben wir auch einige Feinde. Aber alle sind Monster, schon komisch. Findest du? Es gibt ja auch gute und schlechte Menschen. Ist bestimmt dasselbe bei Monstern. In anderen Worten, manche Monster mögen uns, andere nicht und manche wollen uns ausnutzen. Und einigen anderen sind wir einfach schlichtweg egal. Wenn du es so ausdrückst, ergibt es wohl Sinn. Ich meine, wir haben Tentomon geholfen und es hat uns quasi bezahlt, in Anführungsstrichen, mit ein wenig Information. So, that's fine. Dass mir das richtig gut erklärt, Takuma. Was? Du hast recht, auch bei uns Menschen gibt es solche und solche. Es wäre falsch zu glauben, dass alle Monster gleich sind. Monster Energy. Aber hey, was läuft hier? Hatten wir gerade eine ernsthafte Unterhaltung? Na, mit dir? Niemals! Eine ernsthafte Unterhaltung mit Minoru. Er ist wie die Hölle gefriert. Minoru lacht, aber er trägt sicher seine eigenen Probleme und Ängste mit sich rum. Ja. Damit kompensiert er, you know. So, Herr Arschloch. Was ist der weitere Planverlauf? Hey, Takuma, stimmt was nicht? Ich dachte, vielleicht sollte ich jetzt ein bisschen Zeit mit Lopmon verbringen. Ja! Ja, gute Idee. Let me. Das ist nicht nötig. Aber seine Beine schmerzen ihn sehr. Macht das dir gar keine Sorgen? Seine dummen kleinen Beine tun weh und er ist ein Monster. Er wird es überleben. Shoji. Ich kann aus einem dicken Ast einen spitzen Stein und ein bisschen Schnur. Kann ich eine Axt herstellen? Ich habe Minecraft gespielt. Das wollte ich nur so nebenbei mal erwähnen. Wir sollten vielleicht nicht mehr im selben Zimmer schlafen. Was hältst du davon? Sei doch nicht so fies. Das blöde Vieh ist doch eh nur eine Last. Er kann überhaupt nichts Nützliches wie Agumon oder Falcomon. Ach nein, er hat ja auch nicht den Kämpfen bisher ausgeholfen hier mit... What the fuck? Warum bekomme ich so ein lahmes Monster? Das ist nicht fair. Warte mal. Du hast also nicht wirklich Angst vor Lopmon? Du findest ihn einfach uncool? Willst du mich jetzt endgültig verarschen, Arschloch? Klingt, als würde Shoji noch mehr Zeit brauchen, bis er sich ja zu Lopmon öffnen kann. Also so wie das Spiel es gerade uns vermittelt, hat er keine Angst vor Lopmon, wie, er findet ihn einfach nur uncool.
Er ist einfach nur enttäuscht, dass er nicht so einen coolen Drachen, Dinosaurier oder Raubvogel hat. Are you joking? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, was für ein Weichei. もうついさっきここに着いたばっかりじゃない。もう十分休憩したろ。遊園地まではまだ距離があるみたいだし、ここでチンタラしてる場合じゃねえんだ。カイトの言う通りだぜ。こんなペースじゃあっという間に夜になっちまう。Stimmt, wir sollten wirklich nicht länger Pause machen, aber hat sich jeder genug ausgeruht? Nein, garantiert nicht. Saki, Miyuki und Lockmann wirken ziemlich erschöpft. Ich glaube, am meisten Sorgen mache ich mir um... Ich meine, Saki sieht fein aus, Miyuki sieht fein aus. Ich mache mir Sorgen um Lockmann, ganz ehrlich. Jetzt, Miyuki hat denselben Gesichtsausdruck wie immer. Ich könnte nicht sagen, ob es hier schlecht geht oder nicht. Das, mal ganz davon ab. Saki sieht angespannt aus, aber fit genug in Anführungsstrichen und Lopmon ist einfach nur Lopmon. Lopmon ist physisch und mental einfach erschöpft. Den geht's gerade hier am absolut schlimmsten. Lopmon hat gesagt, ihm tun die Beine. Lopmon hat gesagt, ihm tun die Beine weh und er hatte Tränen in den Augen. Nicht gut. Oh nein. I know, right? Ich meine, Ryo hatte Angst vor Kunemon, aber irgendwann später haben die beiden sich doch irgendwie merkwürdigerweise einigermaßen vertragen. Und warum nimmt niemand Lopmon einfach auf den Arm oder trägt es auf den Schultern oder was auch immer? Wieso denkt keiner daran? Wie viel wiegt Lopmon? Lass es mal... Keine Ahnung, wie groß ist das Ding? Wie groß wäre es in Real Life? Lass es mal... So 5 bis 8 Kilo wiegen. Das ist kein Problem. Das ist absolut kein Problem. Das kann man eine Weile mit sich rumtragen. Vor allem auf den Schultern oder wenn es sich an den Rücken krallt oder sonstiges. Ja, Falkoman hat absolut recht. Shoji ist so anspruchsvoll wie eh und je, aber wie es aussieht, können wir los. Shoji-san,みんな体力も戻ってきたみたいだし、カイタの言う通り、そろそろ出発しましょう。もたもたしてるとは、ミュウがどうなるかわかんねえんだからな。そんなこと。 Ihr wisst, dass wir denselben Weg zurücklaufen müssen, oder? Hat eigentlich irgendwer geplant, mal sowas wie ein Basislager zu errichten, im Vergnügungspark zum Beispiel? Ich dachte, was? Was habe ich gedacht? Was habe ich gedacht? Spiel? Sorry, Minoru. Ich dachte wirklich, dass nach diesem Pass würde noch mehr Wald auf uns warten, aber ein Vergnügungspark ist zu sehen. Was ist da hinter Dragmon? Oh, das sind Karren. あれは観覧車って言うんだよ。なんだか、カラフルな建物がいっぱいなのね。見てるだけで楽しくなっちゃうのが遊園地なのよね。君たち。 Ah, shut up.
Exakt, lass ihn die paar Minuten. Ja, Kaito ist in der Hinsicht ein ziemlicher Lost Cause, also lassen wir ihn einfach auch seine Minuten, wie er sich innerlich schon darauf vorbereitet. カイト、焦ってんだろうが。ちょっと落ち着いとけよ。視野が狭くなると、いざって時危ねえからな。分かってるよ。ミノル、お前はカイトとは逆に、もう少し集中すべきだな。まったく、ミノルよりもハルとミユキの方がよっぽどお利口さんね。 お姉ちゃん、もうすぐ遊園地だよ。もうすぐ。面目ない。とにかく、あともう少しで到着だな。中にどんな奴がいるかわからないし、慎重に行こう。Yes. Dreamland. わあ、本当に遊園地だ。あちこち肩は来てるようだけど。なんや。ボロボロの校舎と比べたら全然綺麗なものよね。ロープウェイを見た時も驚いたけれど、なんだか不思議な感じがするわね。なんだろう、ちょっと怖いわよね。え、どうしてどうして？ 遊園地って怖いところなの？ノーマンシュ。いや、遊園地そのものが怖いわけじゃないんだよ。ただ、こうやって見ると、ちょっと不気味っていうか。Das stimmt allerdings. まあね。 Ich glaube, für dieses Phänomen gibt es einen Namen. Quasi etwas, was totale Glückseligkeit, Freude und sowas in Menschen auslösen sollte, wie halt Vergnügungsparks, wie Konzerthallen, Zirkuszelter. Sogar Clowns und sowas. Alles, was eigentlich einen fröhlich machen sollte oder glücklich, wenn es halt komplett anders aussieht oder anders wirkt, das hat einen gegenteiligen Effekt und man ist einfach nur, man gruselt sich einfach. Es hat einen Effekt, so einen umgekehrten Effekt. Das hat einen Namen. Ich komme nur gerade nicht drauf, aber es ist sowas ist interessant. Nein. Vielleicht funktionieren ja sogar noch ein paar Attraktionen. Das wäre doch lustig. Oi, Minoru! Du musst dich nicht beweisen, oder? Versuch es nicht, Dude. Minoru will sich nichts anmerken lassen, aber ich sehe, wie ihm die Beine schlottern. Ich tue einfach so, als hätte ich nichts bemerkt. Reingehen. Reingehen, langsam, vorsichtig, hinter jeder Ecke und in jede Ritze reingucken. Ganz langsam und vorsichtig reingehen und die Gegend erkunden. とにかく中は広そうだし、手分けして探そうか。賛成。僕はタクマと一緒に探すぞ。じゃあ僕もシュージと。ああ。いや、
ばらけてはまた何があるかわからない。戦いになった時も戦力は分散させない方がいい。そうか。そうだね。とにかく全員一丸となって動こう。僕は誰が欠けても嫌だ。 Als Shuji heute Morgen so aufgebracht war, wusste ich nicht, was ich erwarten sollte, aber seit wir hier sind, scheint er viel zuversichtlicher zu sein. Ja, vielleicht weil er gemerkt hat, dass es nicht ganz so schlimm ist, wie er es erwartet hat.